Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem Boxcast, Folge 30 heute. Mein Name ist natürlich wie immer Benjamin Strucker und wie immer an meiner Seite auch mein Co-Host Julius Stoll. Ja, hallo, hallo. Auch von mir Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Ja, Folge 30, ne? Also finde ich echt eine super Sache, ja, dass wir hier die eine oder andere Zahl hier jetzt schon auf der Uhr haben, ja, ja. 10, 20, 30, also das, das geht mir runter wie Öl. Und ja, wir haben auch keine Folge ausgesetzt. Ja, es macht mir auch Spaß, wie am ersten Tag. Ja, also absolut. Wir sind emsig dabei. Ja. Genau. Ja, und so langsam nimmt ja auch, also klar, der Start war natürlich mit Kempe Garcia ganz am Anfang vom Januar schon sehr gut, aber die letzten Wochen waren noch eher ein bisschen wie der typische Box-Januar normalerweise ist. Ja. Es nimmt ein bisschen Fahrt auf, also wir haben zumindest mal wieder ein bisschen was vor- und nachzubesprechen, plus ein paar größere News. Und mit einer ganz besonderen News müssen wir auch jetzt einsteigen, vor allem aus deutscher Sicht, denn der Hamburger Boxstall EC Box Promotion von Errol Ceylan hat angekündigt, sich zu verkleinern. Und einige Namen sind noch, also Namen sind noch nicht genannt worden, aber einige Boxer freizustellen und sich zu verschlanken. Jetzt mit sofortiger Wirkung direkt tatsächlich. Julius, erstmal deine, also ich habe noch ein Zitat von Errol Ceylan hier, das würde ich gleich gerne noch in den Raum werfen. Deine erste Reaktion, als du das gehört hast insgesamt? Also ich war, ich würde schon fast sagen, bestürzt, weil ich den Eindruck hatte, dass Ceylan jetzt in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr einen richtig guten Job gemacht hat. Er hat seinen Leuten Kämpfe ermöglicht, die ich seitens anderer Boxstelle regelmäßig vermisst habe. Also ob die Leute jetzt unbedingt dahin gekommen sind, ne, und man hätte damit rechnen können, dass sie gewinnen, sei mal dahingestellt. Aber gerade jetzt zum Beispiel für Famella hier große Kämpfe rangeholt, ja, und auch im Schwergewicht hat sich ja einiges getan. Guten Aufbau gemacht bei Viktor Faust und ja, also da ist eigentlich für mich alles sehr positiv verlaufen und dann nur, sage ich jetzt mal so in Anführungsstriche, weil sich immer noch kein TV-Partner aus mir unergründlichen Gründen erbarmt hat, ja, da mal zu sagen, hey, ich übertrage das jetzt, dass deshalb irgendwie dem Ganzen so ein bisschen der Stecker nicht gezogen, aber gelockert werden muss, das fand ich schon schade, weil ich muss wirklich sagen, dass das nicht belohnt wird, dieser Promoter-Mut, das ärgert mich ein bisschen. Ich habe gedacht, da wäre mehr abgefallen an Geld. Ja, nee, da muss ich dir absolut zustimmen. Ich meine, klar, sie haben einige unterwegs gehabt, ne? Also Christian Hammer, Dimitrenko und Wallisch ja zum Beispiel, die waren alle in Frankreich auf jeden Fall, Wallisch auch noch in England. Ja. Formelle hast du angesprochen, aber es waren ja, wie in Ceylans oder in der EC-Pressemitteilung zu lesen war, ne, dass so ungefähr 25 Boxer jetzt mehr oder weniger an EC gebunden waren. Das sind natürlich noch einige, ich will jetzt nicht sagen Karteileichen, aber du weißt, was ich meine. Altlasten. Jetzt, ja. Ja, ein paar Altlasten dabei und natürlich auch viele Leute, die jetzt nicht boxen konnten. Und was natürlich EC auch sehr bestimmt gefehlt hat jetzt in der Corona-Krise, sind natürlich die Heimspiele in Hamburg. Ne? Ja, wo die Zuschauereinnahmen. Genau, weil die haben eigentlich normalerweise immer gut Publikum gemacht. Gerade Formella zum Beispiel hätte bestimmt einen Kampf in Hamburg gehabt normalerweise im Laufe des Jahres. Da wird die ein oder andere Wurst gegessen, ja. Da ganz genau. Und der holt auch einfach locker da 4.000, 5.000 Leute rein. Ne? Vielleicht wäre es sogar noch ein bisschen mehr gewesen, irgendwann im Frühsommer oder so, weil es ja schon so ein bisschen einen Hype gab. Und ich stimme dir zu, also für mich hat EC-Boxing jetzt so in der Corona-Krise insgesamt bei den deutschen Boxstellen, vielleicht neben SES und vielleicht auch noch Argon, die auch ein bisschen was gemacht haben, aber EC war halt einfach sehr aktiv. Ne? Die haben auch wirklich mit den besten Job gemacht, genau. Haben auch dann noch mal aus dem eigenen Gym veranstaltet und so. Und ja, den Frust bei Ceylan aufgrund des fehlenden TV-Partners, den kann ich wirklich nachvollziehen. Der hatte mir das schon vor, ich weiß nicht, weil ich hatte ein Interview mal mit ihm, das ist bestimmt schon 2-3 Jahre her und das war damals schon Thema, ne? Dass immer wieder in Gesprächen sind und ja, aber es ist irgendwie, hat sich nie realisieren lassen. Ich hatte ja dann irgendwann mal so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht The Zone oder sowas sagen würde, ja, als Streamingdienst. Ja, oder halt nochmal irgendwie Run Fighting, dass da nochmal ein bisschen mehr. Ja, da kommt halt nicht viel Geld, soweit ich weiß. Anläuft. Ja, klar. Das ist halt das Problem. Also da muss natürlich schon einen Partner haben, der dann auch irgendwie
das Ganze ein bisschen finanziell unterstützt, ne? Wenn du jetzt irgendwie bei Bild.de landest oder sowas, Ja. das ist meines Wissens nach nicht wirklich kostendeckend, sage ich Ja. mal. Und du hast halt klar die Chance dann sich im Prinzip zu zeigen, so, ne? Aber Ja. ja, Chael macht das seit 10 Jahren. Die haben letztes Jahr 10-Jähriges gefeiert bei EC Boxing. Ja. Da musst du auch mal anfangen, schwarze Zahlen zu schreiben, ne? Und ja, Ja, ich meine, stimmt. das Gute ist, Das ist also schon viel eine Herzensangelegenheit immer bei ihm gewesen. genau. Also, ich hatte ja auch mal für die Boxsport so, also haben wir ja zusammen, glaube ich, noch, da haben wir ja eine Analyse geschrieben der Boxställe in Deutschland. Wie sind die so aufgestellt? Und da war ich ja unter anderem auch mit EC Boxpromotion betraut. Und da habe ich mir auch gedacht, der Kader gibt ja eigentlich einiges her. Ja. Ja, immer Und noch eigentlich, ne? immer noch, ja. Also ich habe den jetzt auch mal offen. Also wir können dann gerne mal durchsprechen, von wem du dir vorstellen könntest, wer jetzt demnächst ja wieder frei ist. Also, Ja. bevor wir das machen, ganz kurz noch, Ja. also Du wolltest ja ein Zitat bringen, ne? genau. Also einmal ganz wichtig natürlich zu sagen, also EC zieht sich nicht zurück oder sowas, oder Nee, Ceylan nee. zieht sich zurück. Er sagte nämlich auch, ich denke keinesfalls ans Aufhören, aber die aktuelle Situation lässt es nicht zu, dass ich Veranstaltungen durchführe oder allen Boxern mit ihren individuellen Fähigkeiten und Erwartungen gerecht werden kann. Ja. Ich möchte niemandem im Weg stehen und fühle mich an diesem Punkt gezwungen zu handeln. Daher habe ich dem Großteil der Sportler mitgeteilt, dass sie ab sofort frei sind und sich einen neuen Manager oder Promoter suchen können. Jetzt ist natürlich die Frage, also klar, wer bleibt, ist unklar, wer geht, ist auch momentan unklar. Es ist auch nicht klar, wie viele Leute bleiben können. Ne? Kulkay wollte ich gerade sagen, Ceylan. Ceylan sprach davon, dass sie sich jetzt auf ein paar ausgesuchte Boxer konzentrieren wollen, die internationales Potenzial haben. Ne? Da nannte er als Beispiel schon in der Pressemitteilung Viktor Faust, wundert mich jetzt nicht. Klar, den haben sie natürlich auch entsprechend aufgebaut. Also ich denke, der ist safe. Glaube ich Ja, auch. und jetzt ist die Frage, du hast gesagt, du hast den Kader gerade offen. Ja. Ich weiß nicht, was, ja, wir können Also wir gerne mal können sie ja, wir überlegen. können sie ja mal durchgehen, Ja, okay. ja? Also, ich würde sagen, Christian Hammer ist eine Bank. Den sollte man auf jeden Fall halten. Der macht noch viele Kämpfe so im Schwergewicht gegen Talente oder Leute, die immer sagen, wir brauchen mal jemand Starkes, der nicht eigentlich zu knacken ist. Wenn ich ihn knacke, habe ich echt was erreicht und der ein richtiger Prüfstein ist und er kann auch was erreichen. Also ich glaube, mit dem kann man immer gut auf den Cards landen. Bin ich bei dir. Das ist das Hammer, eine. Hammer würde ich auch behalten, ja. Ja, dann würde ich tatsächlich behalten, auch wenn ich jetzt nicht so weiß, wie da momentan wohin da die Formkurve zeigt, ist Ali Eren-Demiresen. In der Türkei ein Schwergewicht, kommt bestimmt gut an. Hat ja auch sich eigentlich gut verkauft. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, der Kampf gegen Achakpa war richtig gut. Ja, der hat jetzt natürlich nicht so viel zeigen können wie Viktor Faust, weil der natürlich schon ein bisschen weiter ist, zumindest was seinen Aufbau angeht. Ja. Weiß ich nicht, wie du das siehst, Ja, aber den nee, würde ich auch sagen. bin ich auch dabei. Ali Eren-Demiresen würde ich auch behalten. Man muss ja auch mal sehen, also die Begrifflichkeit internationales Potenzial muss ja jetzt nicht heißen, dass der nach England und in die USA geht und da aufräumt. Ne? Ja, genau. Ne? Es kann ja auch eben sein, dass zum Beispiel Demiresen auch einfach gute Events in der Türkei machen kann. Eben. Ne? Als Schwergewichtler bestimmt immer gerne gesehen. Und er hat gezeigt, dass er gegen ja, hoch eingeschätzte Talente, wie Ajakba das nun mal war oder auch noch ist, wirklich mithalten kann. Und da hat er wirklich eine gute Leistung gezeigt. Und da sehe ich keinerlei Grund, den irgendwie abzuschreiben. Auf gar keinen Fall. Also sehe ich Exakt. genauso wie du. Dann haben wir als nächstes Erik Pfeiffer. Finde ich schon ein bisschen schwieriger. Also der war ja mitten im Aufbau, aber es ist jetzt sehr still geworden. Der Kampf in England ist geplatzt. Ja, Ja, da weiß ich nicht so ganz, wie ich das das sehen ist soll, aber ich schwierig. glaube, den hält man auch noch. Das ist schwierig. Ja. Ja, also ich sag mal so, es wäre natürlich gut gewesen, wenn man jetzt gegen Dubois, Ja. das war ja so, wie man davon ausgehen muss, nicht Pfeiffers und auch nicht Ceylans Schuld, dass dieser Kampf nicht Ja. stattgefunden hat. Das wäre natürlich gut gewesen, da mal zu sehen, wo steht er denn überhaupt. Grundsätzlich würde ich ihn auch jetzt sagen, also ein zweifacher Olympiateilnehmer, den setzt man nicht einfach so vor die Tür. Ja. Na, aber Ist auch in klar. Deutschland so, zumindest bei den Leuten, die sich mit dem Amateurlager befassen, bekannt. Ja.
Ja, aber er ist natürlich auch Ne? nicht mehr der Jüngste, ne? Von daher muss man Eben. sehen, ob man ihn überhaupt jetzt, also da, was da ein bisschen kritisch ist, ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, also entweder man geht jetzt wirklich einen schnelleren Aufbau und Jawohl. sagt, okay, wir können dir jetzt nicht mehr so viel Zeit geben, sonst funktioniert das halt nicht. Ja. Oder man muss sagen, nee, es geht nicht. Wir können jetzt nicht noch irgendwie 8 Kämpfe irgendwie Ja. einfach nur investieren, bevor was reinkommt. Also das ist Genau. tatsächlich ein Wackelkandidat, würde ich sagen, ja. Ja. Dann haben wir als nächstes, ich fasse die jetzt mal zusammen, die Ja. Seferi-Brüder oder Cousins. Brüder sind das, ne? Brüder sind das, ja. Ja, Nuri und Sefer-Seferi. Da würde ich sagen, ich glaube, die sind beide auf der Streichliste. Ja, Ist das so. ist also genau, das würde ich auch so sehen. Also das ist halt einfach, die sind nicht mehr die Jüngsten. Ne, Das ist auserzählt, die Karriere eigentlich. ja, Und das denke ich die auch. können auch nicht mehr gegen so Top-Leute reinkommen, wo man dann sagt, da kann man noch gut was verdienen. Nee, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ja. Also ich denke, der Gassiev-Kampf jetzt und Sefer Seferi hat ja noch den Fury-Kampf 2018. Ne, Das klar, war so wenn das letzte Hurra. du, ich glaube ich gefühlt ehrlich gesagt auch, ja, glaube ich Ja. auch. Ansonsten, also können die bestimmt noch Kämpfe machen, aber Ja, na das ist halt klar. so, die können die auch anders wie oder sich selbst Das ist vermarkten oder natürlich, sowas. bei den beiden ist natürlich auch so, dass die auch einen gewissen Namen haben, ne? Ja. Die sind halt einfach nur mal schon mal Jahre dabei und haben ja auch Ja. wirklich ein paar gute Namen im Kampfrekord, gute Leistungen gezeigt über die ganzen Ja. Jahre hinweg. Das ist jetzt, glaube ich, auch so, die beiden haben, glaube ich, auch jetzt nicht die allergrößten Probleme zu sagen, okay, wir schauen uns vielleicht auf Kampfbasis oder so nach neuen Partnern um. Ne? Also ich Genau. glaube, dass sie gut unterkommen woanders. Na, dafür ist der Name einfach noch zu bekannt und zu gut, das merkt man ja immer wieder. Genau. Ja. Dann fasse ich auch mal zusammen Nikola und Danilo Milacic. Muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nie so wirklich mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Also da klingelt bei mir jetzt im Moment nichts. Würde ich sagen, sind auf der Streichliste. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Dann haben wir als nächstes Erkan Teper. Würde ich sagen, ist auch demnächst auf dem freien Markt, weil ja, dem Sensationssieg gegen Hellenius war das damals. Oder hat er da verloren? Muss ich mich gerade nochmal entsinnen. Jetzt bin ich auch War durch. das Also denn? Price hat er geschlagen. Ja, genau, das war die Sensation damals. Ja. Und Moment, ich hab's gleich. ja. Und dann hat er gegen Hellenius verloren durch K.O. So rum war Ja, das, ja, ja. ja, ja, ja. Da ging es um den IBF Interconti-Titel. Und ja, seitdem wurde es eigentlich sehr ruhig gegen zwei absolute Aufbaugegner nochmal geboxt. Aber ist 38, da wurde es mir persönlich zu ruhig. Ich würde sagen, den Also, ich kann man nicht mehr würde. so groß promoten. Nee, würde ich tatsächlich auch sagen. Also, kann ich mir auch schwer vorstellen. Also, Tepa hat meines Wissens nach im Herbst 19 unterschrieben, hat also jetzt einen Kampf auf der Arslan Arena Undercard gemacht gegen einen 1-2-Mann, wie ich hier gerade vor mir habe. Ja. Also, da kann ich mir schwer vorstellen, dass sich das in irgendeiner Form bislang rentiert haben sollte Ja. für EC-Boxing. Ne? Das Genau. glaube ich auch, dass der ein Streichkandidat ist, ja. Was eigentlich sehr schade ist, weil ich ihn mal für einen, ja, einen der Ja, deutschen ich habe Schwergewichter mit dem den für meisten einen Potenzial sehr, gehalten sehr habe. guten Mann in Deutschland Ja, gehalten, ja. auf jeden Fall. Es ist leider versandet. Ja, da kamen natürlich die Dann, ganzen Doping-Geschichten dazu, leider auch, ne? ja. Dann haben wir als nächstes Michael Wallisch. Da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich würde sagen, jetzt so für die hohen Ehren reicht es nicht mehr. Ein Name ist da, aber ich finde, im Vergleich zu Christian Hammer jetzt zum Beispiel, ist er, der geht halt nicht die Runden. Er kommt, er macht die ersten zwei, drei Runden ordentlich Druck, hat richtig Dampf in den Fäusten, aber dann geht ihm recht schnell die Puste aus. Und ja, der ist jetzt nicht so sehr der Prüfstein wahrscheinlich mehr im Schwergewicht, dass man, also da bin ich ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, was du Ich rede jetzt ein meinst. bisschen um heißen Brei. Also ich glaube, er ist nicht mit dabei, weil es nicht ganz die Klasse ist, die man jetzt bräuchte, um dann noch gute Kämpfe zu machen. International. Auf dem europäischen Level vielleicht. Ja, richtig. Also, und das darfst du auch nicht unterschätzen, auf dem europäischen Level, da hat er jetzt auch zum Beispiel Joyce den EM-Titel, sage ich jetzt mal. Das wäre ja jetzt momentan Ja. gesehen europäisches Level. Das ist schon sehr, sehr groß. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass
wallischen Streichkandidat sein könnte. Der Name ist auf jeden Fall da, das ist überhaupt keine Frage. Aber ja, wenn du jetzt überlegst, du kannst jetzt vielleicht trotzdem noch mehrere Monate lang nicht veranstalten. Ja. Der wird in diesem Jahr wird er 36. Ich weiß es nicht. Also ja, internationales Potenzial, bei allem Respekt, hatten wir jetzt öfters gesehen, ist einfach nicht dafür vorhanden. Ist er zu schnell, zu früh K.O. gegangen. Ja, ja, genau. Und gegen Leute im Aufbau. Ja, genau. Ja, er hat natürlich auch starke Leute geboxt, keine Frage. Mhm. Jetzt mit Joyce und Joker. Keine und, Frage. Oh, Jakba, ja. Aber ich sag mal so, der ich bin kein Fan von Quervergleichen, deswegen umso blöder, dass ich den jetzt bringe, aber der Ajakba-Quervergleich mit Demiresen ist trotzdem auch extrem. Ne? Der TKO 2 ja, und die knappe Punktniederlage. Ja, das ist, ja, das sind am Ende sind es vier K.O.-Niederlagen in den letzten 6 Kämpfen. Ne? Also ich glaube, auch wenn der Name immer noch gut ist, wird das wahrscheinlich schwierig werden, wenn man sich verschlanken will. Ja. Dann haben wir Igor Michalkin. Sehr ruhig um den geworden, ne? Sehr ruhig um den geworden. Genau meine Rede. Also deshalb würde ich sagen, spricht auch eher für auf der Streichliste. Das, ja, das klingt jetzt nicht so. Also natürlich jemand, der gegen Kovalev geboxt hat, ne, 7 Runden lang da wirklich Kämpferherz gezeigt hat. Aber, also ich glaube, es waren 7 Runden. Ja, es waren 7 Runden. So ja. Also aber danach, also hätte ich gedacht, da tut sich noch mal mehr in Europa, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, ne? Als Russe gegen andere Russen hier, ja, ich weiß nicht, hätte man ja sagen können, jetzt gegen Bivol oder Beterbiev, wenn man da entsprechend in den Ranglisten steht oder so als Kampf, wenn die mal irgendwie was einschieben wollen, aber kam ja nicht. Ja, er ist jetzt tatsächlich dann sehr inaktiv geworden nach dem Kovalev-Kampf. Der ist jetzt schon fast 3 Jahre her. Ja. Und er hatte dann noch 2 Kämpfe, hat ja sogar noch einen ganz guten Sieg sogar gefeiert im Juli 19 gegen Timur Nikakoyev aus Russland tatsächlich. Und ich sehe gerade, dass Michalkin ist immer noch die 21 bei Boxrec. Also eben, ja. Der ist eigentlich auch immer noch wirklich ganz gut platziert, was sowas angeht. Ich weiß nicht genau, wie die Situation ist, ob da eine Verletzung war oder so. Ich habe zumindest nichts mitbekommen. Klar, Corona hat ihm sicherlich nicht geholfen letztes Jahr. Ich weiß nicht genau. Ich würde ihn noch nicht streichen, muss ich sagen. Also da gehen wir, glaube ich, zum ersten Mal ein bisschen getrennte Wege. Ich glaube schon, dass Michalkin jemand ist, der schon in der zweiten vielleicht nicht, aber in der dritten Reihe im internationalen Halbschwergewicht ein Wörtchen mitreden kann. Und ja, das würde ich mir wünschen. Aber ja. Dann haben wir als nächstes Karo Murat. Da muss man ja sagen, ein Altgedienter bei EC. Definitiv, so ein bisschen. Hat da auch schwer was gerissen mit dem Sieg über Bösel. Mhm. Dann im Stallduell gegen Fornling verloren. Seitdem hat man nichts mehr gehört. Nein, herausragenden Kampf möchte ich aber nochmal betonen. Herausragender Kampf, ja. Das war also wirklich, das war, fand ich, einer der besten deutschen Kämpfe. Ein Augenschmaus. Ja, in der letzten Jahre gewesen, ja. Wirklich ein riesen Kampf. Ja, aber, also es sind über 2 Jahre jetzt, ne? Genau. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen so an den ehemaligen Stallkollegen von ihm erinnert und wie bei Arthur Abraham so langsam ausfadet. So im Sande verläuft so ein bisschen. Ja, das ist, also ich glaube, da kommt nichts mehr. Nee, das glaube ich auch nicht. Also da ist jetzt auch einfach mit 37 wahrscheinlich würde das jetzt leider nicht mal funktionieren. Ich habe ihn immer gerne gesehen, aber... Ja, ich auch. Ja. Dann haben wir Volkan Gökçek. Würde ich sagen, klar, der ist noch jung, der ist noch im Aufbau, also der könnte sich auch woanders gut umschauen, aber ich habe mir die letzten Kämpfe von dem angeguckt, an dem würde ich festhalten. Ja, also geht mir ganz genau trau so. Dem traue ich noch was zu. Der ist noch frisch, da geht noch was, glaube ich. Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich bin da komplett bei dir. Also ich bin, Gökçek hat mir die letzten Kämpfe auch gut gefallen und den kannst du fast ein bisschen mit Demiresen im Paket irgendwie was in der Türkei auch vermarkten, parallel. Na, der Junge ist 24, klar, der ist jetzt in einer Gewichtsklasse unterwegs, die jetzt zumindest in Deutschland normalerweise nicht so beliebt ist, jetzt im Halbweltergewicht, aber in der Türkei denke ich da an Selçuk Aydin, da fehlt ja auch nicht viel vom Gewicht her. Ne? Der hat es ja auch dann hinterher international zu guten Kämpfen geschafft und zu größeren Börsen und Gökçek, wie gesagt, der Junge ist 24,
Da bin ich ganz guter Dinge und der hat auf jeden Fall Potenzial. Wie weit es gehen kann, das weiß ich nicht. Das muss man sehen, natürlich auch erstmal sehen, wenn die größeren Prüfungen so im Laufe der Zeit kommen. Aber er war ja auch sehr aktiv, ne? Also ich meine, der hat 2020 sein Profidebüt gegeben und hat trotzdem schon fünfmal im Ring gestanden. Ja. Und das können ja nun wirklich nicht viele von sich behaupten im vergangenen Jahr. Von daher denke ich, dass Ceylan auch wirklich einen Plan für ihn hat, ja. Ja. Dann haben wir Sebastian Formella. Also da brauchen wir eigentlich nicht drüber Keine reden. Frage für mich, ja. Ne? Ja. Der zieht mit das meiste Publikum in Deutschland. Der bleibt. Mal gucken, Hamburger wo es für Jung, ihn das hingeht. passt auch einfach. Ja. EC-Boxing und Sebastian Formella, das passt auch einfach. Und wegen zwei Niederlagen gegen einen absolut herausragenden Mann wie Sean Porter und ein super aufstrebendes Talent wie Conor Benn, wo man sagen kann, wer weiß, ob der nicht relativ weit oben Ja. steht in den nächsten 2, 3 Jahren, halte ich für überhaupt kein Problem. Also Formella, meiner Meinung nach, ja, definitiv behalten. Dann haben wir Fatih Keles oder Keles. Für mich immer so ein bisschen unter dem Radar, aber ich habe gesehen, immerhin 2020 aktiv gewesen und 2019 um ja, kleinere Gürtel von IBF und WBO geboxt, leider verloren. Finde ich schwierig. Also nachdem man ihn hier jetzt nicht so kennt, könnte man jetzt sagen, okay, in der Türkei, ne, wenn du das sagst, so im Gepäck mit Gökçek und Demiresen, weiß ich nicht. Also ist tatsächlich jemand, einfach weil ich so wenig von denen gehört habe, sehe ich ein bisschen kritisch. Ja, also würde ich eher nein sagen, tatsächlich, also bei Kelesch, du hast schon recht, der ist auf jeden Fall ein bisschen unterm Radar. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch spontan, hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass er 2020 geboxt hat, so aus dem Kopf raus. Ich muss nachschauen, ja. Ja, ist aber auch als er noch ungeschlagen war, waren schon so ein paar wackelige Dinger dabei, so wie ich mich erinnere. Und ja, wenn du dich jetzt auf ein paar ausgesuchte Boxer konzentrieren willst, mit denen du vielleicht international durchstarten kannst, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen. Und klar könnte man sagen, irgendwie der Türkei, aber ich glaube, auch da würde er dann schon relativ schnell im Schatten der Jüngeren stehen. Er ist auch 31, klar, 31 ist kein Alter, aber ne, ich weiß nicht, sehe ich auch eher schwierig. Aber ich meine, gut, wenn er in Hamburg leben sollte, wie das jetzt hier Boxrec zumindest gerade behauptet, dann ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere, gut, die müssen auch sehen, wie sie klarkommen jetzt ohne Veranstaltung, aber bei Boxen im Norden anheuern zum Beispiel. Ne? Ja, stimmt. Ja. Theoretisch, ja. Genau. Dann haben wir als nächstes Methusalem Firat Aslan. Und da muss ich sagen, bei allen Verdiensten in der Vergangenheit würde ich jetzt wirklich sagen, Firat, es ist gut. Ja. Du hast wirklich so viel geleistet. Er will, das weiß ich. Das ist auch ein Name, der in Deutschland bestimmt noch zieht, weil man einfach sagt, ne, so, der ist immer noch mit dabei, der will immer noch. Ich denke, das ist auch ein Name, der in der Türkei zieht, aber irgendwie, ich glaube, nach dem Lerena-Kampf, da kommt nichts mehr. Sollte nichts mehr kommen. Also Ja. vielleicht kommen noch ein paar kleinere Kämpfe, aber nichts, womit man jetzt nochmal groß Kassen füllt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, So leid mir das tut, aber ja. ja, Aslan ist halt jetzt auch 50 geworden. Ne? Das ist natürlich wirklich jetzt schon wirklich, puh, also das ist wirklich ein Alter für einen Boxer. Ich tue mir bei Aslan trotzdem ein bisschen schwer, weil ich so das Gefühl habe, zumindest in Göppingen könntest du ihn mit dem Hausmeister von irgendeinem Gebäude da in den Ring stellen und die Halle Ja. wird voll. Die Frage ist natürlich, wann gibt es wieder volle Hallen? Das muss natürlich auch berücksichtigt werden jetzt Eben, aus EC-Sicht, ja. gar keine Frage. Das ist nicht einfach bei Aslan. Also normalerweise würde ich sagen, Aslan ist jemand, wo du jetzt nicht den größten, also du musst ja jetzt keinen großen Aufbau mehr betreiben, oder kein Ja. großes Gut, ne? Im Prinzip gar nicht. Hat einen gefestigten Namen und theoretisch kannst du den auch gerade mit dieser 50 Jahre alt Story und so weiter Ja. bestimmt noch gut verkaufen. Aber in der aktuellen Situation ist es wahrscheinlich schwierig und ich finde, also für mich ist es einer der sympathischsten und coolsten Boxer, die in den letzten 20 Jahren in Deutschland im Ring standen. Exakt. Aber ist jetzt tatsächlich vielleicht auch eher ein Wackelkandidat, muss ich sagen, ja. Das Problem ist, wir wissen nicht, um wie viele Boxer es geht, die er behalten will, Eben, ne? Wir ganz wissen nicht, ob genau. es 3 sind oder 5 Wir oder haben ja jetzt auch 7. schon ein paar beieinander, Eben, ja. eben, ja. Ja. Ja.
Am Ende, wenn die Hörer das hören und die Strichliste führen, kommen die am Ende bei 25 Namen. Jetzt als Beispiel kommen die am Ende auf 17, die bleiben. Ja, Das funktioniert natürlich nicht, ne? genau. Also wir haben jetzt auf der Seite tatsächlich nur noch einen, wer mir hier fehlt, aber da ist ja, es heißt ja mehr oder weniger in Verbindung steht, Dmytrenko wird jetzt zum Beispiel bei EC Boxing gar nicht geführt unter Boxer. Ah, der war der aber meiner Meinung nach noch vor ein paar Monaten. Ja. Dann ist er vielleicht schon. Und schwer zu sagen, Ja. was da die Lage ist. Deshalb erlaube ich mir da kein Urteil, weil ich eben nicht weiß. Er ist nicht auf der Seite zu sehen. Keine Ahnung, ob er dazugehört jetzt im Moment. Deshalb Aber würde ich ihn wenn, dann jetzt. muss man auch, würde ich ihn auch als Streichkandidaten sehen. Bei allem Ja. Respekt. Ja. Stimmt. Als letztes haben wir hier jetzt noch unter Boxer gelistet Alpay Yaman. Und nachdem der im letzten Jahr, ich habe es jetzt gerade nachgeschaut, dreimal im Einsatz war, unter anderem, also man kennt keinen Gegner bis auf Dennis Krieger, der ist ja zumindest in Deutschland bekannt. Ja, der hat aber schon dem einen oder anderen mal einen guten Kampf geliefert, ne? Also Exakt. Dennis Krieger, der ist nie zu unterschätzen. Ja. Ganz genau. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist einer, den man vielleicht noch behält. Auch wenn ich ihn noch nicht mal gegen Dennis Krieger habe boxen sehen. Ja, also 28, wie viele haben wir jetzt dreimal behalten bis geboxt jetzt? Hast letztes du das Jahr, ungefähr auf 12 und dem 1. Hast du es ungefähr auf dem Schirm, wie viele wir bisher behalten haben? Nee. Nee. Also Formella, Demiresen, Gökçek, wir haben schon zu viele behalten. Also bin ich jetzt auch eher Dann ist er eher raus. bin ich eher bei nein, weil Wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Char ist halt noch Gökçek da, und ne? Yaman, dann Tja, Ne? siehst du, Der da ist haben wir ja noch offensichtlich nicht auf einen. der Homepage, aber der ist natürlich da und der wird natürlich auch bleiben. Also da. Und der kostet auch Geld. Der kostet, ja, das stimmt, der kostet Geld, aber theoretisch kann er natürlich, wenn er mit dem Gürtel dann irgendwann theoretisch doch nochmal im Ring stehen kann, kommt wahrscheinlich schon was rein, ne? Und da kommt unter Umständen auch eine TV-Übertragung rein. Also den würde ich auf jeden Fall behalten. Und von daher sind wir dann, glaube ich, eh schon bei zu vielen Leuten, wenn du jetzt sagst, Ja, Faust also wir. bleibt, Char, Formella, Gökçek, Demiresen, Hammer, da sind wir schon bei sechs und die sind jetzt nur mir ganz spontan eingefallen. Ja, wir haben jetzt so 6 bis 7 ungefähr. Ja, also Aber von 25 wäre das natürlich ein harter Schnitt. Ich das könnte mir jetzt stimmt. vorstellen, 10 bleiben übrig. Ja, vielleicht, Dann kann packen wir sein. noch Char dazu. Aber das jetzt sprechen wir ja schon, ne, sehr theoretisch das Ja, Ganze. Also. auf jeden Fall. Aber ich fand es ja ganz spannend, mal so ein bisschen drüber, über die einzelnen Boxer auch zu sprechen, auch so ein bisschen über, ja, was wir so ans Potenzial sehen. Das kam ja jetzt auch ein bisschen raus. Ich glaube, das können wir vielleicht auch die nächsten Wochen bei dem einen oder anderen deutschen Stall noch mal Von einführen, gerade in den. meiner Warte aus sehr gerne, sofern das die Zeit zulässt. Ja? Also, dass Genau. jetzt nicht auf einmal ein Kampf nach dem nächsten stattfindet, aber danach sieht es ja im Moment nicht aus. Nee, das Kann man stimmt. ja Das auch mal so stimmt. ein bisschen ja, unsere Ja. Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen. Genau. So, dann kommen wir jetzt aber erstmal zu, ja, wir haben einen Nachbericht tatsächlich, einen etwas kuriosen Nachbericht, denn es ist auch Jawohl. einfach nur ein Showkampf gewesen, eine Exhibition. Aber nichtsdestotrotz, Julius, hast du da einen ganz besonderen Kampf in Dubai gesehen? Richtig. Ich habe mir im Rahmen einer Geburtstagsfeier, die über Zoom stattgefunden hat, Oha. habe ich auch alle animiert, die mit Boxen teilweise überhaupt nichts am Hut haben, sich diesen Kampf anzuschauen. Der Stream war live bei YouTube und zwar geht es um Haftjör Björnsson, der ja, weit über die Grenzen des Strongman-Wettbewerbs bekannte ja, Berg aus Modellathlet, Game würde of ich mal Thrones, sagen, ja. Und bekannt von Game of Thrones als Gregor Clegane, der reitende Berg. Und der hat es aufgenommen mit Stephen Ward. Stephen Ward. Und der kommt eigentlich aus dem Cruisergewicht. Und ja, man hatte die wunderbare Gegenüberstellung von 98 Kilo seitens Ward zu 150 bis 160, da waren sich die Quellen ein bisschen uneinig, wie viel er denn jetzt wiegt, der Björnsen. Aber wir waren letztendlich, glaube ich, bei 150. Und ja, es war ein absolutes Kuriosum, muss ich sagen. Also du hast ja im Vorfeld schon gewettert, Zirkuskampf und Kirmesnummer wurde das Ganze genannt.
Und ja, ich muss sagen, ich verfolge den Björnsen ja ganz gerne. Und ja, also die 501 Kilo, wie er die gehoben hat, das hat mich schon schwer beeindruckt. War natürlich aber auch klar, dass bei ihm sich einiges tun muss, wenn er boxen möchte, gegen den anderen Strongman. Das soll irgendwann im September kommen, gegen Eddie Hall. Und ja, bevor ich mich dazu sehr in Details verliere, meine Annahme war aber richtig, Björnsen ist einfach viel zu steif, auch wenn der unfassbar viel Power hat. Aber der kann einfach nicht boxen. Also, das war wirklich so Promi-Box-Niveau, obwohl er jetzt schon sehr lange, sehr diszipliniert ja das Boxen praktiziert, neben dem Gewichtheben noch. Er hat sich ja aus dem aktiven Wettbewerb beim Strongman zurückgezogen. Und ja, er hat es einmal geschafft, Stephen Ward auf die Bretter zu schubsen mit seinen ja wirklich baumlangen Armen, ja. Aber ja, wurde gleichsam auch hart getroffen von Ward. Einmal, ich glaube, in Runde 3 oder so war das. Da hat dann die Nase hinterher geblutet. Das war ein richtiges Pfund. Und da muss ich sagen, wenn er jetzt gegen einen echten Schwergewichtsboxer im Ring stehen würde, dann wird das schon ganz anders aussehen. Egal wie imposant er ist von der Größe, vom Gewicht und der Muskelmasse her, viel zu behäbig und ungelenk. Ja, also ich habe den Kampf tatsächlich auch gesehen. Ich war gar nicht. Überraschend. Ja, ist überraschend, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand es ja über weite Strecken schon relativ langweilig, aber es war gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich fand, dass Björnsson tatsächlich in der ersten Runde stellenweise sogar ein paar Bewegungen gezeigt hat, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Ne? Also Ja, der hat ja gut, dann ich habe auch. ihn ja schon ein bisschen verfolgt, also ich Okay. wusste, dass er das kann. Okay, ja, dann sind wir natürlich mit einer anderen Herangehensweise Ja. an den Kampf gekommen. Aber insgesamt, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Ich meine, das ist, ich bleibe dabei, dass das halt klar, irgendwie ein Zirkuskampf war. Geht ja sonst gar nicht von den Gewichtsklassen her schon. Ne? Wenn jetzt hier irgendwie ein super Schwergewicht gegen einen, ja, was war Ward? War der Bridgerweight? Ich bin nicht. 98 hatte, also war im Schwergewicht. Ne, Bridgerweight, bitte, Julius. Oh Gott, Ja, ja. genau. So, auf jeden Fall. In Runde 3 Das ist von dann, dir. ja genau, in Runde Bin 3 schockiert. ist er, also in Runde 3 ist meiner Meinung nach Björnsson schon ziemlich verprügelt worden. Also Ja. da ist er auch richtig gut durchgekommen, Ward, auch zum Körper. Und da muss man einfach ehrlicherweise sagen, Ward ist ja jetzt auch nur keine Rakete. Ne? Wenn da jetzt ein halbwegs guter Schwergewichtler stehen würde, irgendein Top 25 Mann oder so, dann ist das Ding in 3, 4 Runden einfach nur vorbei. Ne? Das Das stimmt, ja. ist einfach eine andere Sportart. Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil Björnsson bereitet sich ja auf einen Kampf vor gegen einen anderen Mann, der ja ebenfalls aus dem Strongman-Bereich kommt. Ne? Eben, ja. Und das ist nicht irgendwie Mayweather-McGregor oder so, dass jetzt plötzlich der Strongman kommt und wir gegen Joshua boxen oder sowas, wo jeder vorher weiß, wie Genau. es ausgeht. Sondern das ist ja dann voll okay. Da spricht für mich überhaupt nichts dagegen. Und ich fand ihn auch im Interview am Ende ganz sympathisch, auch wenn ich mir schon fast ein bisschen Sorgen gemacht habe, wie lange nach einem 9-Minuten-Kampf der noch gepumpt hat, wirklich wie ein Maikäfer. Also der musste ja Ja, gut, wirklich 150 schwer Kilo, ne? japsen. Die wollen ja schwer versorgt werden. Also Ja, auch ja. wenn der bei den 150 Kilo nicht aussieht wie der ein oder andere Boxer, der sich da zuletzt in den Ringen Ja, gequält hat. das stimmt, das Aber stimmt. Ja, die Muskeln ziehen noch mehr Sauerstoff, ne? ja, Ja. eben. Ja. Genau. Und aber er ist natürlich insgesamt einfach zu langsam, ne? Ja. Und jetzt, aber ich habe keine Ahnung, wer dieser Eddie Hall ist. Ich persönlich kenne ihn nicht, aber der wird wahrscheinlich ähnlich gebaut sein, sage ich jetzt mal Das ganz ist grob. richtig, Ja. wesentlich kleiner, Okay. aber ähnlich schwer und hat die 500 Kilo gehoben und dann wurde der Rekord eben von dem Björnsen geknackt mit 501 und auch bei dem Strongman, den ich ja auch immer wieder in gewissen Abständen verfolgt habe, waren das immer so zwei, die ja, ne, gewetteifert haben, Rivalen waren und dann ging es irgendwann los, wir sollten vielleicht mal boxen und auf die Nase hauen und so ging das dann eben los. Ja, ich bin mal, also sollen sie von mir aus gerne machen. Da rechne ich wirklich damit, dass das wirklich eine sehr langsame Angelegenheit wird mit viel Geklammer, aber naja, vielleicht ist es eine Minute interessant. So, dann kommen wir. Bevor, Ja, Entschuldigung. sorry, da muss ich noch kurz einklinken, bevor wir zu den Vorberichten übergehen, wo wir ja ein bisschen was haben, möchte ich den Leuten aber tatsächlich noch eine Sache ans Herz legen.
Und zwar habe ich mal über den Tellerrand geschaut und das ist ja gar nicht unser Metier eigentlich, aber ich habe mir den jüngsten UFC-Kampf angeschaut. Und zwar Max Holloway gegen Kelvin Kattar. Das war in Abu Dhabi der Kampf. Jetzt am Samstag. Und also vergangenen Samstag. Und da muss ich sagen, man war kein einziges Mal ringend am Boden, sondern es war wirklich die ganze Zeit nur stehend, also hauptsächlich Boxen, dann natürlich auch mit Ellenbogen und Tritten dabei. Aber ich war wirklich, ich war schockiert. Das war sehr ungesund, sehr blutig und ja, aber gestörte Action auf jeden Fall. Ich kann jedem Kampfsportfreund, ja, also auch wenn das UFC-Ding sonst nicht so mein Fall ist, aber jetzt habe ich schon für The Zone bezahlt, da gucke ich es mir auch an. Ja, sehr sehenswert. Die ganze Card, aber auch der Kampf an sich, also der hauptsächlich, war wirklich ein Augenschmaus. Musste ich an der Stelle mal loswerden. Ich habe heute noch die Kinnlade unten. Okay. Ja, ich kann dazu nichts sagen, habe ich nicht gesehen. Ja, Ist sorry, aber das nicht schlimm, ist so musste gar nicht kurz meins. raus. So, okay. Also wir haben jetzt auch endlich wieder ein bisschen Vorschau. Zwar jetzt erstmal nur aus internationaler Sicht, aber immerhin, denn es gibt zwei Showtime-Cards in der kommenden Woche. Eine jetzt schon unter der Woche, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag aus deutscher Sicht, ein Showbox-Event. Also die nächste Generation, wie es ja so schön heißt dort. Ja, mit wie so häufig eigentlich drei Kämpfen auf der Card, die alle auf dem Papier erstmal relativ ausgeglichen aussehen. Im Hauptkampf Jais Gabriel Solano gegen Miquan Williams. Im Halbweltergewicht auf 10 Runden angesetzt. Da haben wir einmal 15-0 und einmal 15-0-1 im Kampfrekord. Die sehen auf dem Papier wirklich sehr ähnlich aus. Sieht aus wie ein gutes Match. Beide waren 2020 nicht im Ring. Das glaube ich, könnte wirklich ein ansehnlicher Hauptkampf werden, wie es halt meistens bei Showboxes ist. Also ich bin ein Riesenfan von diesen Cards, weil da sind oft Leute dabei, die man noch gar nicht kennt oder also die man wirklich teilweise noch gar nicht gesehen hat. Das ist hier auch bei mehreren für mich persönlich der Fall, zum Beispiel auf der Card. Aber die sind eigentlich immer, weiß ich nicht, du weißt halt, wenn die da auf der Veranstaltung sind, dann weißt du, es gibt eigentlich keine klare A-Side in den allermeisten Fällen, weißt du? Und jeder Kampf ist Ja, das irgendwie in sieht schwer gewisser danach Weise aus, offen. ja. Na, und das gilt auch für die anderen beiden Kämpfe, die drauf sind. Beides im Federgewicht. Martino Jules gegen Pedro Marques Medina und José Núñez gegen Aram Avagian. Jeweils 8 Runden lang. Also bin ich wieder sehr angetan, muss ich sagen. Ich glaube, es wird ein cooler Start für Showbox ins neue Jahr. Und man hat schon so einige größere Stars, die dann Jahre später größere Stars geworden sind, anfangs auf Showbox-Cards gesehen. Deswegen von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Da weiß man nie, wann da mal eine Perle oder ein roher oder ein ungeschliffener Diamant dabei ist. Das lohnt sich eigentlich immer. Ja, Ja, also dann, ich würde auch ja. sagen, ich kann das jedem nur von der Ausgeglichenheit her ans Herz legen. Aber sagen tut mir da noch keiner was. Vielleicht ist das aber hinterher jemanden, den man echt im Auge behalten sollte. Also ich bin gespannt. Ja, also es wäre ganz typisch, wenn sich da der ein oder andere dann plötzlich in den Fokus boxt. Ne? Also auch so jemand wie Jerron Ennis zum Beispiel oder so hat auch ein paar Showbox-Cards gehabt. Aber auch vor einigen Jahren noch, wenn ich da jetzt noch kurz ausführen kann. Also ganz spontan fällt mir sofort ein, Timothy Bradley und Ricky Hatton zum Beispiel. Die hatten beide, bevor es irgendwie Richtung WM-Titel ging, Showbox-Auftritte zum Beispiel. Ne? Das gibt es ja schon so lange, die Serie. Dass sie auch schon Mitte der 2000er oder dabei waren. Also das ist wirklich immer, immer sehr lohnenswert und die geben sich da, also das Matchmaking ist da wirklich, wirklich gut. Die haben hohe Ansprüche. Natürlich kannst du nie, also klar, kann auch immer mal ein Mismatch Ja, dabei sein, das weißt du halt vorher nicht unbedingt, klar. ne, logischerweise. Aber ist ja alles offen, wenn die im Ring gegenüberstehen. Aber die haben schon hohe Ansprüche erstmal bei den Ansetzungen und das lohnt sich eigentlich immer. So, ja, und am Samstag die Card, die Showbox-Card natürlich aus dem Mohegan Sun in Ankersville in Connecticut in den USA, wo Showtime ja eigentlich im Prinzip alles veranstaltet und dementsprechend dann auch am Samstag mit einem Hauptkampf, diesmal jetzt beim großen Showtime im Prinzip, also Showtime Championship Boxing, geht es um den WBO-Titel im Super-Bantam-Gewicht und es kommt zu einem Kampf, der ja eigentlich schon am 1. August 2020 hätte stattfinden sollen. Und damals, als wir noch relativ frisch waren mit Nachschlag, einer dieser WM-Kämpfe war, dieser Titelkämpfe war, die wir leider, ja, wo wir leider verkünden mussten, dass einer aufgrund Ja. eines positiven Corona-Tests ausfiel, nämlich
Angelo Leo gegen Stephen Fulton. Leo stand dann trotzdem im Ring, hat dann mit einem klaren Punktsieg gegen Tremaine Williams den WBO-Titel gewonnen. Und jetzt kommt es dann doch noch zum Kampf gegen Fulton, den ich genauso wie im letzten August richtig gut fand, die Ansetzung. Ja, auch sehr ausgeglichen, ja. Super ausgeglichen. Fulton ist sogar der immer noch, der war auch schon im Sommer, obwohl er die Covid-19-Erkrankung hatte und Leo den Titel gewonnen hat, ist trotzdem Fulton noch knapper Buchmacher-Favorit. Aber da sieht man auch wirklich, wie eng der Kampf ist. Also Leo hat eine 2,25. Das sagt jetzt auch schon einiges darüber aus, ne? Wie eng der Kampf gesehen wird. Ja. Und ja, beide haben auch sehr ähnliche Kampfrekorde. 20-0 mit 9 K.O.s bei Leo. Fulton mit einem 18-0, 8 K.O.s. Beide sind 26 Jahre alt. Die Nummer 3 gegen die Nummer 4 bei Boxrec. Also viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, um klar zu das machen, könnte ein Kracher werden. Dass das ein Kracher werden könnte, ja. Und Leo, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte den damals so gelobt, weil er ja so unglaublich viel zum Körper geht. Ne? Das ist ja, ich erinnere mich, ja. Das ist ja wirklich bei ihm Wahnsinn. Und der ist also viel im Vorwärtsgang, der macht viel Druck. Fulton hingegen ist auch ein wirklich guter Boxer. Und beide sind schnell. Ich glaube, dass das wirklich zu tollen, wahrscheinlich geht der Kampf über die Runden, muss man fairerweise sagen, ja, bei ja. der K.O.-Power. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr unterhaltsam werden könnte. Und ich erwarte da echt ein tolles Gefecht. Ja. Ja. So, dann haben wir halt noch zweimal eine interessante Ansetzung mit dabei, ne? Auch ausgeglichen. Aber jetzt halt nur noch um, wie du es vorhin gesagt hast, so, ja, WBA-Gürtel zweiter Klasse und dritter Klasse. Dritter Klasse, ja. Das ist in dem Fall sogar schon dritter Klasse. Jetzt. Dritter Klasse sehe ich gerade, ja. Es ist nur Interim. Ja, die Gürtel, die können wir, glaube ich, außen vor lassen. Wir haben dann im Superbantamgewicht noch Vic Passillas gegen Reis Alim. Alim ist hier für mich der klare Favorit. Passillas kommt gerade aus 6 K.O.-Siegen in Folge. Okay, aber Alim, der hat mir richtig gut gefallen. Der hat ja am 1. August auch schon geboxt. Den sehe ich hier schon vorne insgesamt. Und dann noch, ja, eine Hälfte meiner Robbery des Jahres international. Rolando Romero, der ja diesen Kampf unerklärlicherweise gegen Jackson Marine jetzt zugesprochen bekam. Ein Mayweather-Fighter ist das, genau wie Angelo Leo auch. 12-0, ja. 10 K.O. Ja, der Kampf vor kurzem sieht gut aus, aber wie gesagt, es müsste eigentlich 11-1 sein. 25 Jahre alt. Der trifft jetzt auf Justin Poldo, der übrigens, du bist ja ein großer Fan von Kampfnamen, der Million-Dollar-Man ist. Ja, der Million-Dollar-Man. Das habe ich schon gelesen und habe das sehr wohlwollend aufgenommen. Ja, ja, also, habe ich mir gedacht, ja. Und der ist natürlich jetzt meiner Meinung nach, würde ich sagen, der ist schon noch eine Stufe unter Marines einzuordnen. Das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, nachdem es jetzt fast in die Hose gegangen wäre, für mich ist es das, aber egal. Ja. Aber dass man jetzt dann doch vielleicht gesagt hat, okay, wir gehen nochmal eine Stufe runter in der Gegnerwahl und Poldo sollte dann schon schlagbar sein für Romero, keine Frage. Aber auch die Undercard ist nicht schlecht. Also da ist jetzt kein Mismatch dabei, würde ich sagen, wo man jetzt denken würde. Nö, so. das wirkt schon 50-50, 60-40. Ja, genau. Ja, vielleicht ein bisschen mehr teilweise. Aber ja, ich bin bei dir. Ja, im Hauptkampf muss ich ganz ehrlich sagen, ich tue mir unheimlich schwer, da jetzt einen Sieger zu sehen. Ich würde, also Fulton ist ja knapper Bookie-Favorit. Ich glaube, ich würde aber tatsächlich eher Richtung 50-50 gehen. Also hier würde ich mich gar nicht festlegen wollen. Ich auch nicht. Das ist im Moment. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schwer einzuschätzen, glaube ich. Ja, also wir haben ein bisschen Boxen. Wir hatten einen Nachbericht, wir hatten Vorberichte. Ich glaube, wir kommen so langsam wieder so ein bisschen in den Flow für 2021, wo sich ja einige große Kämpfe ankündigen. Und bevor wir in die News gehen, Julius, noch ganz kurz eine Breaking News. Ich habe es gerade auf dem Handy gehabt. Also Eddie Hearn hat in einem Interview in England wohl gesagt, dass er davon ausgeht, dass sie genauere Details zu Datum und Kampfort für Fury gegen Joshua Anfang Februar verkünden können. Also oho. Also in 2 Wochen. Genau. Ungefähr. Genau, in 2 Wochen ungefähr. Und das klingt alles, auch was Bob Arum letztens noch gesagt hatte, in die Richtung, ja, die Verhandlungen laufen richtig gut und man ist fast jeden Tag in Gesprächen. Und es das klingt alles wirklich sehr, sehr positiv. Ich weiß, du bist immer noch skeptisch, aber ich sage weiterhin, Fury Joshua kommt dieses Jahr. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Du glaubst es erst, wenn beide im Ring stehen.
Exakt. Bin da skeptisch einfach. Ja, ist ja auch in Ordnung. Du bist ja sonst meistens der Optimist. Ja, In vielen eigentlich schon, ja. Fällen. Ne? Ja, Ja, bei News. einer Jetzt kommen wir zu Sache, den News, ja, genau. um mal in den Newsblock überzugehen, bei der ich nicht so optimistisch bin, handelt es sich jetzt hier um Kovalev und seine Karriere, sage ich jetzt mal so. Ja. Also es ist jetzt jüngst rausgekommen, dass er positiv getestet wurde auf ein synthetisches Testosteronpräparat. Und Das ist also man wahrscheinlich hat nicht das im in seinem Fleisch Blut drin. nachweisen können. Und ja, jetzt scheint er doch nicht zu boxen Ende Januar auf The Zone. Nee, der Kampf ist abgesagt. Ja. Genau, also Sergej Kovalev mit einem positiven Dopingtest, der Kampf gegen Bektimir Melikusiev, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und obwohl Melikusiev sogar gesagt hat, mir ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich glaube, der hatte getwittert, Ja, ich habe es gelesen. mir ist total egal, was du nimmst, wir kämpfen trotzdem. Ja. Aber ja, in Kalifornien hat die California State Athletic Commission das Ganze abgeblasen und ja, ist natürlich bitter. Ne? Was soll man sagen? Klar, positiver Dopingtest ist nie schön. Ja. Der Kampf ist abgeblasen. Kovalevs Karriere hängt jetzt wirklich am seidenen Faden, glaube ich. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Ja, und vor allem halt nach allem außerhalb des Rings. Ich habe mir dann noch mal in dem Artikel natürlich alle Verfehlungen am Stück durchlesen können, Ja, da kommt die in was den letzten zusammen. Monaten zusammengekommen sind. Also ich fange jetzt nicht damit an, auch wenn es mir so ein bisschen, es kribbelt mich ein bisschen, das zu tun, aber Ja, dann kommt zumindest mal grob raus, weil jetzt hast du die Hörer ja schon so ein bisschen angefixt. ja, also es gab irgendwie eine verbale Auseinandersetzung im Flieger mit einer Frau. Dann wurde er angezeigt, eventuell wegen sexueller Belästigung. Also das wird jetzt verhandelt. Dann natürlich die Nummer, dass er The Zone gestreamt hat und man ihm jetzt versucht, da auch irgendwie ein bisschen habhaft zu werden, dass er da vielleicht einen illegalen Stream gemacht hat, ja, und nicht einfach nur dumm war. Das Doping jetzt. Ja, Ach ja, ja, also ja. die Liste ist lang. Die Liste ist lang, da kommt einiges gerade zusammen und ja, ich finde es sehr schade am Ende, muss ich sagen, aber ja, was soll man sagen? Ich meine, ich finde es vor allem schade, dass der Kampf nicht stattgefunden hat. Ich war jetzt kein großer Ja. Kovalev-Fan gewesen, das war ich nie, aber auf die Ansetzung habe ich mich sehr gefreut. Naja. Ja, Ja. dafür gibt es bei einem anderen Ausfall wahrscheinlich jetzt einen Ersatzgegner. Ja, ganz genau. Und zwar der auch problemgebeutelte Adrian Broner darf wahrscheinlich nach wie vor hoffen, dass der Kampf, der mal wieder ein bisschen Geld in die Kassen spült, stattfindet am 13. Februar. Und zwar soll er gegen ein junges Talent aus der Dominikanischen Republik jetzt antreten. Also der Ersatzgegner vom Ersatzgegner ist wieder raus und jetzt soll er gegen Michel Rivera boxen. Und ja, also wir dürfen weiterhin hoffen, dass vor allem der Kampf, das Co-Main-Event oder auf der Undercard Otto Wallin gegen wen soll er boxen? Dominic Brazil, der Kampf ist heute unterschrieben worden. Ja. Also der Kampf Ja, steht, sehr gut. Wallin gegen Also, Brazil kommt, die Verträge vielleicht sind fällt dann unterschrieben. Broner aus und das wird der Hauptkampf werden. Und Würde ich auch kaufen. Broner, bei ihm heißt es noch, ist nichts unterschrieben, die Verhandlungen sollen aber schon weit fortgeschritten sein mit Rivera. Und da ist jetzt für mich aus einem, ja, gut, ist halt Broner gegen diesen Pedro Campa, ist jetzt ein Kampf geworden, wo ich sagen würde, ach ja, also Rivera, meiner Meinung nach schlägt der Campa klar. Der ist für mich eine größere Prüfung. Das ist so dieses typische, wenn der Ersatzgegner besser ist als der vorherige Gegner, Ja. ist zumindest meine Meinung bislang. Rivera ist 22, der ist eigentlich im Leichtgewicht aktiv. Das ist eigentlich so ein bisschen Das vielleicht. ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht, wenn Ja, ich aber an Broner der denke. ist dort in einem unglaublich starken Leichtgewicht wirklich ein gutes Prospekt. Ne? Also ich glaube, der ist irgendwie schon in den Top 30 oder so bei Boxrec, der ist ungeschlagen. Der hat ein paar gute Siege schon im Kampfrekord. Und ich weiß gerade nicht, wer sein letzter Gegner war. Ich weiß nicht, ob du das gerade aufpasst, aber meines Erachtens Ich schau mal nach, warte mal. war das ein ganz guter Mann gewesen, den er geschlagen hat. Und bei Broner weißt du nie so richtig, was du kriegst. Ne? Kann es auch sein, dass. Also, ich habe auch schon Broner-Kämpfe gesehen, wo du 5 Runden lang das Gefühl hattest, schlägt der heute nochmal. Ja. Von daher kann er auch schnell mal nach Punkten aussichtslos hinten liegen und gegen einen, ja,
Jung aus der Dominikanischen Republik, 22 Jahre alt, der nichts zu verlieren hat im Prinzip in einem Kampf gegen einen, ja, muss man einfach sagen, Broner ist ein großer Name. Der hat da alles zu gewinnen, das ist nicht so uninteressant, glaube ich. Ja, also der letzte Gegner von Rivera war Ladarius Miller, die 50 bei Boxrec im Moment. Ja, ist doch kein so schlechter Mann. Also, eben, und die 10 ja. in den USA im Leichtgewicht. Also den hat er klar nach Punkten besiegt. Würde ich sagen, der Mann ist auf jeden Fall mehr im Saft als Adrian Broner. Das definitiv, ja. Das definitiv. Ja. Ja, dann haben wir noch ein Kampfgerücht aus Australien. Unser beider Liebling im Halbmittelgewicht. Also ich bin zumindest durchaus ein Fan geworden. Ja, du hast mich auch auf den Geschmack gebracht. Genau. Ich hab den Vater früher gerne wirken ja, sehen. Auch, ja, ich auch. Da ist auch bei mir wirklich viel, viel mit dabei. Es sieht so aus, als wären wir hier nicht bei Johann Cruyff und Jordi Cruyff, um mal die Fußballer mit reinzuholen, sondern dass Tim Su oder beim Boxen Joe Frazier und Marvis Frazier, sondern dass Tim Su tatsächlich in gewisser Weise seinem Vater Kostja Su in die Fußstapfen treten kann. So sah es dieses Jahr aus, letztes Jahr aus. Jetzt ist mit Dennis Hogan der nächste wirklich nahrhafte Gegner im Gespräch. Sehr guter Mann, wie ich finde. Ich finde also auch, das ist eine gute Ansetzung. Gegen Munguia sehr gut verkauft, wenn nicht sogar. Ja. Also wirklich umstritten verloren, meiner Meinung nach. Ja, ich fand den Kampf wirklich umstritten verloren. Also für mich eigentlich ganz knapp der Sieger. Ja. Aber. Ja. Ja. Und den Charlo-Kampf würde ich nicht überbewerten. Erstens war es im Mittelgewicht und Hogan ist eigentlich ein Halbmittelgewichtler. Und außerdem ist natürlich Charlo auch wirklich ein absoluter Spitzenmann. Das hat er jetzt auch gegen Derevyanchenko nochmal bewiesen letztes Jahr. Also Hogan ist überhaupt keine einfache Prüfung im Halbmittelgewicht. Übrigens nicht zu vergessen, je mehr der macht oder je mehr der reißt, umso besser ist, finde ich, der Sieg von Kulkay. Ich wollte es gerade sagen. Gealtert, sehr unangenehmer Gegner damals von Kulkay. Ja, ja. Und trotzdem hat Jack den eigentlich ziemlich dominiert, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das war also für mein Befinden eine eindeutige Nummer damals. Ja. Also ich muss jetzt auch kommen, jetzt wirklich nur tief aus dem Gedächtnis, aber ich glaube auch, dass er ihn damals 2015 oder so 15. Oder, ja, ziemlich dominiert hat. Und auf jeden Fall, es ist, es ist klar, Hogan ist Zaire, aber der lebt in Australien schon eine ganze Weile. Ist so ein netter Local Clash, sag ich mal. Und ich finde. Down Under. Genau. Ja, das sieht ja so ein bisschen aus, als würde Tim Su jetzt den Weg gehen, den ich ja sehr sympathisch finde. Erstmal im eigenen Land aufräumen, bevor man international sehr gut, durchstartet. Und ja, ich finde, das ist keine schlechte Ansetzung. Ja. Ja. Trotzdem ist natürlich, muss man sagen, nach den letzten Vorstellungen muss Su, denke ich, schon der Favorit sein. Muss er klarer Favorit sein, ja. Ja, dann haben wir das Matchroom-Programm fürs Frühjahr. Das steht, Eddie Hearn und sein Stall haben einige Termine, um genau zu sein, 5, wenn ich mich jetzt hier nicht verzählt habe, bekannt gegeben für die Zeit zwischen Februar und April. Da sind einige Kämpfe dabei, die neu angesetzt worden sind, die ausgefallen waren, die jetzt neu angesetzt worden sind, und auch zwei neue, komplett neue Ansetzungen. Ja, Julius, ich lese mal kurz vor, erstmal für die Übersicht. Wir haben am 13. Februar Josh Warrington gegen Mauricio Lara, also wir gehen jetzt so auf die Hauptkämpfe ein, ne? Ja. Gegen Mauricio Lara um den IBF-Titel im Federgewicht. Das ist eine neue Ansetzung. Wir haben am 20. Februar David Avanesian gegen Josh Kelly um die Europameisterschaft im Weltergewicht. Das ist eine verschobene Ansetzung, die eigentlich schon im Januar hätte stattfinden sollen. Jawohl. Wir haben am 6. März das Rematch Alexander Povetkin gegen Dillian White. Natürlich mehrfach verschoben schon. Povetkin war ja positiv auf Corona erkrankt, getestet. Ja, genau. Dann am 20. März Lawrence O'Coley gegen Krzysztof Glowacki um den WBO-Titel im Cruisergewicht, der eigentlich auf der Joshua Pulev an der Karte stattfinden sollte. Ja. Und dann abschließend jetzt, zumindest vorerst fürs Frühjahr, am 10. April der Hauptkampf Conor Benn gegen Samuel Vargas. Das ist eine neue Ansetzung. Erstmal so in der Übersicht, wie gefällt dir das Matchroom-Programm da für die 2 Monate und was sticht da für dich besonders heraus? Also, das sieht für mich sehr stabil aus. Gute Kämpfe, sehr ausgeglichen auch, würde ich mal so behaupten. Zumindest auf dem Papier. Und also ich persönlich freue mich natürlich am meisten auf Povetkin gegen White, den Rückkampf, muss ich ganz klar sagen. Ansonsten interessiere ich mich noch besonders für O'Coley gegen Glowacki. Das würde ich mir auch sehr gerne anschauen. Und
Ja, nicht zuletzt. Ja, ne, also den Kampf hier um die Europameisterschaft. Aber Nasian gegen Kelly würde ich mir auch Das ist ein sehr guter gerne Kampf. anschauen. Ja. Also grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle die Veranstaltungen, die wir gerade genannt haben, bei DAZN laufen werden in Deutschland, falls Julius entweder vergisst, sein Abo zu kündigen oder nach überlegt, nochmal zu verlängern, weil es wieder ein bisschen was gibt. Sei das mal dazu gesagt. Und grundsätzlich, also ich finde die bei Warrington, da bin ich ein bisschen enttäuscht vom Gegner, aber der ist ja grundsätzlich, der sollte ja gegen den Chinesen Zhang Zhu boxen. Ja. Das wäre eine Titelvereinigung gewesen und der Kampf kann jetzt nicht stattfinden, ist aber, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube irgendwie nur in den Mai oder so verschoben worden und die wollten halt Warrington in den Ring kriegen. Deswegen kriegt das von mir die grüne Ampel, sage ich mal, ja, Ja. ist okay. Aber Nisian gegen Kelly, wie gesagt, finde ich, ist eine gute Ansetzung um die Europameisterschaft. Povetkin White 2, finde ich cool. Da gibt übrigens Ricky Hattons Sohn, Campbell Hatton, sein Profidebüt, der hat bei einem Matchroom unterschrieben. Okay. Irgendwie auch ganz spannend, finde ich, weil Ja. er durchaus auch, ja, ich denke, allein durch den Papa Potenzial haben könnte, da im Raum Manchester vor allem Hallen voll zu Kommt vielleicht machen. der ein oder andere mal zum Genau, Kampf. das denke ich schon, ja. Ja, Okoli Glowacki, wie du schon sagst, halte ich auch für eine super Ansetzung. Also, das ist richtig gut. Und ich finde auch Ben gegen Vargas nicht schlecht, weil wir haben Vargas ja letztes Jahr gegen Virgil Ortiz gesehen. Ja. Ne, eins der absoluten Top-Prospects und Vargas war zäh auf jeden Fall, hat zwar keine wirkliche Chance gehabt. Aber trotzdem ist es ganz interessant, Ben jetzt mal gegen ihn zu sehen, weil, wie gesagt, Vargas ist auf jeden Fall zäh und der kommt nicht zum Ja, der Verlieren. Quervergleich, ne? Könnte man da ein Quervergleich bisschen ist so ein ziehen, bisschen, ja. also der gibt schon ein bisschen Gesprächsstoff. Und ja, auf jeden Fall werden die Cards ja auch noch gut gefüllt. Das sind schon ein paar Kämpfe. Also Shannon Courtenay gegen Rachel Ball ist als Rematch mit Da freue ich dabei. mich auch Ja, drauf. Savannah Marshall wird ihren Titel verteidigen. Also da kommen schon auch bei den Mädels auch noch ein paar gute Kämpfe zusammen. Ja. Und ich glaube, das könnte eine ganz runde Sache werden. Und Povetkin White, klar, ist natürlich von den Namen her. Das Highlight, ja. Ja. Ja, dann haben wir noch Naoya Inoue vor seinem nächsten Kampf. Da gibt es gerade Gespräche. Er muss seinen IBF-Titel pflichtverteidigen gegen Michael oder Michael, ich weiß nicht, das Marinas von den Philippinen. Ja, ein Mann, den ich persönlich noch nicht gesehen habe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Ich dir auch anders nicht. geht. Also, der sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Ja, also schwer einzuschätzen, Rechtsausleger auf jeden Fall. Kampfrekord sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber jetzt auch nicht das, also gerade wenn wir bei Inoue sind, dass er irgendeine Chance hätte, kann ich mir nicht vorstellen. Aber sieht jetzt für mich auch nicht vollkommen katastrophal aus, da habe ich schon schlechtere Pflichtherausforderer gesehen. Ja, der Kampf soll im April in Japan steigen, aber alles wird natürlich von Covid-19 abhängig sein und keine Ahnung, ich freue mich immer, wenn Inoue im Ring steht, deswegen hoffe ich, dass es nicht zu lange dauert, aber Ich ja. würde jetzt auch mal behaupten, dass da auf jeden Fall ein K.O. drin ist, weil der Das Marinas, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, bei 30 Siegen 20 K.O.s hat. Und Inoue müssen wir ja überhaupt nicht nochmal irgendwem näher bringen, glaube ich. Also wer das jetzt noch nicht weiß, der sollte nochmal alle Folgen anhören, die wir bislang aufgenommen haben. Ja, also da ist auf jeden Fall mit einem K.O. zu rechnen. Ja? Und vornehmlich natürlich für den Japaner. Denke ich auch. Aber Übrigens, ganz kurz, wenn ich hier da nochmal ins Wort falle, lustige Ringnamen. Das Marinas hört auf den Namen Hot and Spicy. oh. Ja, der ist auch gut. Der ist auch gut. Ja. Also Hot and Spicy und der Million Dollar Man, das war heute eine gute Ringnamenfolge auf jeden Ja, auf Fall. jeden Fall. Aber, und das leitet eigentlich zur letzten News über. El Traumatologo ist zumindest in der Ja. Nachschlaggeschichte noch ungeschlagen, finde ich. Ja. Ja, Julius, was haben wir denn am Ja, Schluss wir hier haben noch? als letztes haben wir den ewigen Sergio Martinez, über den wir ja zuletzt mehrfach gesprochen haben. A, weil das natürlich einer unserer Lieblingsboxer ist. Du bist ja noch mal ganz besonders begeistert und hast lange auf das Comeback hingefiebert. Ja, wenn ich Nee. dir das jetzt einfach mal so unterstelle. Und ja, es läuft gut nach zwei erfolgreichen Kämpfen und Schritten zurück ins aktive Profigeschehen hat jetzt Martinez ausgelobt, Ende des Jahres um die WBA-Krone im Mittelgewicht boxen zu wollen und möchte aber vorher im April und im August oder September noch Kämpfe machen. Und ja, ist ja brennt darauf eigentlich mit seinen 40 plus
nochmal da Alarm zu machen im Mittelgewicht. Also ich glaube, der stapelt einfach ein bisschen tief, aber ich glaube, der hat richtig Bock. Das glaube ich auch. Also, dass der richtig Bock hat, glaube ich auch. Er geht jetzt schon so ein bisschen den Weg, wo ich am Anfang gehofft habe, dass er den nicht gehen wird, weil ich einfach ein bisschen Angst habe, dass es dann irgendwann, wenn es, ja, wenn die Gegner, ich will jetzt nicht sagen, zurückschlagen, Ja. er hat jetzt keine Sandsäcke geboxt, aber er hat natürlich schon jetzt sehr überschaubare Gegner geboxt. Wenn dann mal ein paar Top-Leute dabei sind, und das wird ja nun mal der Fall sein, wenn du um den WBA-Titel dann irgendwann boxen willst, der aktuell von Ryota Murata gehalten wird zum Beispiel, dann kann es schon dann irgendwann doch ein bisschen, ja, gefährlich auch werden für die Gesundheit. Martinez ist 45, Mittelgewicht ist nochmal ein bisschen was anderes natürlich als Schwergewicht oder so oder Cruisergewicht, ne? Und was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass er, oder was ich auch ganz sympathisch fand, dass er in dem Interview auch gesagt hatte, dass das Wichtigste für ihn sei, dass er die Titelchance wirklich verdient hat. Das finde ich cool, ja. Ne, sowas finde ich auch cool. Natürlich muss man sehen am Ende, ob er dem auch Taten folgen lässt, denn er ist ja schon mal die WBA Nummer 5. Ja, das lasse ich jetzt so stehen. Und mal gucken, ich sag mal so, mal gucken, wie er jetzt, gegen wen er jetzt im April und im Sommer dann boxen wird, wenn das so klappt vom Plan her. Wenn das jetzt wieder irgendwelche Journeymen aus irgendwo jenseits der 200 sind, die, keine Ahnung, also das bereitet dich in keiner Form auf einen Titelkampf vor gegen einen Top-10-Mann, ne? Ja. Da bin ich doch sehr skeptisch, muss ich sagen. Auch wenn ich ihn, wie gesagt, auch immer noch wirklich gerne sehe und ein Riesenfan war, vor allem von ihm in seiner besten Zeit vor 10, 12 Jahren. Ja, aber am Ende, ich hoffe nicht, dass es am Ende irgendwann mal den einen Kampf zu viel gibt, ne? Ja, also ich bin da jetzt nicht so drin, aber das sind natürlich auch bei der WBA, ist doch der ein oder andere Name dabei, den man schon mal gehört hat, ne? Der auch gefährlich werden könnte, würde ich sagen. Meinst du jetzt im Ranking oder wo bist du jetzt gerade? Ja. Ja, also das ist, man muss Da dann. verlieren wir uns jetzt nicht drin. Da können wir Ja, ja du dann hast noch recht, du mal hast recht, drüber du hast recht. sprechen, wenn das Wenn's, Ganze wenn's, konkreter genau, wird, richtig. aber da geht schon was. Es kann natürlich aber auch sein, dass er einfach wie von Geisterhand immer jeden zweiten Monat einen Platz hochrückt und irgendwann ist er die Eins, ne? Das kann natürlich auch sein. Ausschließen würde ich das nicht. Ja. Ja. Ausschließen würde ich auch nicht, dass wir nächste Woche wieder da sind. Nein, Sehr gut. das halte ich sogar für ziemlich sicher. Denn ja, wir haben dann auf jeden Fall erstmal wieder einige Themen und hoffentlich ein paar Neuigkeiten von vielleicht schon das eine oder andere, was bei Fury Joshua durchgesickert ist. Vielleicht ein bisschen was aus Deutschland, da könnte sich auch gerne mal was tun, was Events angeht. Profisport darf ja Vielleicht stattfinden, also. hört man auch noch mal was zum Geisterkampf Char gegen Brian. Oh ja, richtig. Der soll Wäre ja ich auch ein eigentlich, bisschen. also eigentlich theoretisch, wäre in der Ja. nächsten Folge die Vorschau darauf. Ne? Exakt. Mal gucken. Muss man Also ich mal habe gucken. heute nochmal nachgeguckt, Social Media mäßig bei Char ist nichts Neues zu entdecken gewesen dazu. Also würde mich sehr Wir wundern sind aktuell. gespannt. Ja, Ja. das stimmt, das stimmt. Aber eigentlich auch schon ein bisschen, vielleicht auch schon ein bisschen voreingenommen und abgestumpft, was das Ganze angeht. Also mit Don King, du weißt, kennst meine Meinung, ne? Ja. Da, ja, habe ich nicht viel Hoffnung. Ja. Ja. Gut. Ich habe auf jeden Fall viel Hoffnung, dass ihr nach einer wunderbaren 30. Ausgabe bei uns natürlich, ja, uns mit Daumen befeuert, ja, bei Ja, nach oben den aber Social Media Kanälen bitte. eurer Wahl, ja, Facebook, Instagram und Twitter sind wir zu finden. Natürlich auch bei jeglichen anderen Plattformen, wo man Sterne, Daumen, alles Mögliche verteilen, weiterleiten kann. Ja, wir haben ja diverse Plattformen, wo man unseren Podcast hören kann, die ja jetzt den meisten geläufig sein dürften. Und ja, ansonsten gerne auch per Mail. Ja, was denkt ihr zum Beispiel über Errol Ceylans Neuausrichtung vom Boxstall? Oder freut ihr euch auf irgendwelche Kämpfe, die im Matchroom-Programm sind, ganz speziell? Dann lasst uns das gerne wissen. Und zwar bei nachschlagboxcast@gmail.com. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, bis nächste Woche von meiner Seite. Danke, Benny, für heute.
Ja, Julius, ich danke dir. Genau, bis nächste Woche, wenn der nächste Nachschlag kommt, wolltest du ja bestimmt noch Exakt, das wollte ich hinzufügen. dir jetzt überlassen, ja. Und ja, ich freu mich auf die beiden Showtime-Cards. Ich glaube, das wird eine nette Boxwoche jetzt, ne, mit unter der Woche und am Wochenende. Das gefällt mir ganz gut vom Programm her. Und dann sind wir gespannt, was die nächste Woche bringt, ob vielleicht schon erste Details von EC-Boxing gibt. Das wäre natürlich auch ganz spannend zu wissen, wer der jetzt wirklich letztendlich bleibt. Und Ja. wenn wir uns nächste Woche für unser kleines Stall-Special aussuchen, ich glaube, da können wir nächste Woche wieder eins einschieben, würde ich jetzt mal spontan Denke ich tippen. auch. Ne? Okay, gut. Dann ja, vielen Dank fürs Zuhören. Julius, dir natürlich auch danke wie immer und bis nächste Woche.